Radowitz will den Rennfahrer, Radowitz will den Funken Devils für den Buchholzer Stocker-Team, die hier mit drei Fahrzeugen jetzt unterwegs sind. Ebenso die Speedfighter und die Blue Tanks mit dabei. Überschlag bei den Junioren. Dort hinten in der Kurve fliegt ein Trabant von den Funky Devils durch die Luft. Und die Startnummer 169, der Christopher von der Waffenspiel Ugolsdorf übernimmt die Führung. Waffenspiel Ugolsdorf um 1, 397 auf der 2. Alles in Ordnung bei den Funky Devils. So scheint es dort hinten in der Kurve. Waffenspiel Ugolsdorf ist vorne auf Position 1 unterwegs. Die Funky Devils auf 2. Stocker den Gründer auf 3. Vierter Platz für die Blue Tanks hier. Position 5 noch einmal. Die Funky Devils. So schaut es hier momentan aus. Startnummer 474 ist ausgeschieden. Da hinten auf der langen Fahrzeug Paul Schäffler unterwegs gewesen von den Speedfighters. Er ist nicht mehr mit dabei. Auf der Wagen von den Funky Devils ist draußen nach dem Überschlag. 712 von den Funky Devils wird Steven noch mit dabei, aber ganz langsam unterwegs. Vorne Waffenspiel Ugolsdorf. Waffenspiel Ugolsdorf mit dem Christoph mit der 163 auf Position 1 unterwegs. Zweiter Platz für den 427 für Nico vom Stocker-Team Gringo auf 3. Die Funky Devils dann. Vierter Platz für die Blue Tanks mit ihrer Fahrerin, der Caroline Ulrich. Hier am Steuersitz von diesem Trabant. Die Zielflagge wird gehoben. Alle Autos sind in der letzten Runde unterwegs. Souveräner Auftritt von der Waffenspiel Ugolsdorf. Die holt sich hier den Sieg in dieser Klasse. Platz 2, Stocker den Quindo. Auf 3, dann die Funky Devils abgerunken. Mit der Startnummer 397, Position 3 eingefahren. Vierter Platz für die Blue Tanks. Auf 5 noch einmal die Funky Devils. Drittes Rennen, Renzi ist dabei. Racing Team für Rumänia. Die Kevin auch von den Zehnerwitzer Flitzern. Weiterhin dabei die Rennteam.